I do think that women could make politics irrelevant by a kind of spontaneous cooperative action, the like of which we have never seen, which is so far from people's ideas of state structure and viable social structure that seems to them like total anarchy. So this is something that my father did at the dinner table, because there was a tradition of family dinners, and everybody around the table was supposed to bring some kind of entertainment. How do I think the world would be if 1% of the world's population was complaint-free? What would happen? I tell you one thing, I think war would be laughed out of the room. I think the very word, if somebody said war, another person would say, you mean, am I supposed to kill somebody because he doesn't agree with me? I don't think so. Just imagine. Es ist überhaupt keine Utopie, gute Gesellschaft für alles zu haben. Gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass mit Technologie und den Ressourcen, die wir haben, das eigentlich längst möglich ist und dass es uns vorenthalten wird. Die Nachkriegsgeneration hatte praktisch die beste Zeit. Das waren wir. Und dann haben wir gedacht, unsere Kinder sollten es mal besser haben. Und das war ein Trugschluss. Alle Ressourcen haben wir verbraucht und der Generation jetzt praktisch sehr wenig zurückgelassen. Vielleicht müsste sich in der Politik einfach ganz, ganz, ganz viel verändern und das auf globaler Ebene und wirklich das Gemeinwohl und die Würde aller Menschen im Fokus stehen und nicht das Ego von einzelnen Nationalstaaten oder gar von einzelnen Politikern. Und da gendere ich jetzt ganz bewusst nicht. Ich glaube, dass es aktuell ganz dringend utopische Gedanken und Ansätze braucht. Mensch strebt immer nach sofortiger Belohnung, so ist es halt einfach so. Und eine wirtschaftliche, wenn die Wirtschaft läuft, das ist halt eine sozusagen sofortigere Belohnung, als wenn man jetzt sagt, hey, wir säbeln jetzt ganze Wirtschaftszweige ab, weil es einfach, wir sonst die Erde zerstören. So, ich glaube, das nennt man Apokalypse-Blindheit, dass man die Sachen halt trotzdem immer weitermacht. Ne? Ich rauche und rauche und rauche, obwohl ich weiß so, you shouldn't, you're gonna die of it. So, und ich mache es trotzdem weiter. Wir sind alle Apokalypse-blind. I began to use the phrase in my work, white supremacist capitalist patriarchy, because I wanted to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality. Ich persönlich sehe es nicht gerne, wenn man so in Mann sein oder Frau sein aufgespalten wird, sondern man soll einfach der sein, der man ist und nicht in Geschlechtern definiert werden. You know, feminism for me is making a strong political claim. I can make a strong claim, and throughout Latin America and throughout the world, there is a campaign against violence against women, and that's incredibly important. I'm not sure we have to agree on what women are to be opposed to violence against women and to show up in the hundreds of thousands, if not millions, on the street. Nobody is stopping you on the street, like, oh, check here, which definition of woman do you accept? Wenn man sich so selbst so definiert, dann ist man eine Frau. Die kommende Generation braucht Frauen, die sich durchsetzen können. Und ich muss sagen, das, was Beauvoir in den 50er, 60er Jahren schon gesagt hat, das größte Problem ist einfach die Mutterschaft. Die Frauen, die zu früh Mutter werden, praktisch können ihren Beruf nicht mehr so ausüben wie jemand, der keine Kinder hat. Donna Haraway, make kids not babies, also macht euch verwandt mit allen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Frau sein heißt immer noch in vielerlei Hinsicht auf sehr unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, ob ich weiß bin, wo ich lebe, um ganz viel Zugang zu Ressourcen und Besitz schlicht und einfach betrogen zu sein, wenn man sich
diese ganz basalen Eigentumsverhältnisse anschaut, wie viel Prozent der Weltarbeit Frauen leisten und wie viel Prozent des Welt, des Besitzes in weiblichen Händen ist. Ich weiß nicht, warum man Frauen immer als mehr übel nimmt als Männern. Die Frau ist irgendwie die, die viel vernünftiger sein muss. Und deswegen ist ihr gar nicht erlaubt, dass sie so viel Scheiß baut wie ein Mann. So irgendwie. Und das ist so unfair. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibliche Qualitäten zu behalten. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich selber habe mich irgendwie mehr oder minder unbewusst, auch oder sagen wir besser mehr oder minder bewusst, danach gerichtet. Ich komme aus einem sozialistischen System, da bin ich aufgewachsen und Frauenbild war auch ein bisschen anders, hat sich dann auch durch meinen Lebensweg auch gewandelt. Und wenn ich so überlege, welche Stärke und Klugheit man ohne lesen zu können, wie meine Oma zum Beispiel, trotzdem hat weitergeben können, es ist unglaublich. Ich glaube, mit der Ausgrenzung, die Frauen über die Jahrtausende erlebt haben, geht ein großer Verlust an Wissen und Bewusstsein einher. Die Vorstellung, dass jede Begabung, die große Begabung, die weiblich geboren wurde, ganz lange Zeit de facto verloren war. Also Goethes Schwester war genauso begabt wie Johann Wolfgang. Es ist, glaube ich, unheimlich viel einfach schon an Begabungen, die überhaupt nicht geschlechtsspezifisch sind, de facto verloren gegangen, Begabungen jeglicher Art. Das heißt, all das, was diese begabten Menschen weiblichen Geschlechts hervorgebracht hätten, ist einfach perdu. You see what is coming? You see this? This is a little penis. Now, this whole story was addressed to me at the dinner table in front of everybody, right? And my father, who directed his stupid humor towards me, would say, this little figure is so pretty. I think she's my daughter, right? She's my daughter, right? You see this little figure? How sweet she is. I thought she was my daughter, but obviously she's not my daughter because my daughter has nothing there. Feminism is not related to any biological category, but it's related to a history of experiences, of work and struggle, and to also the rejection, you know, of a particular form of exploitation to which women have been subjected in capitalist society, and also in many ways before capitalism. We have learned from feminist studies that the world is not homogeneous, that all the women are not white, that all the blacks are not men, that if we do not include racial justice and economic justice, then gender justice has not been achieved. Vielleicht wäre das Wichtigste an einer Konferenz der Frauen, sich zu überlegen, wie man Dinge tatsächlich anders machen kann von Grund auf. Ne? Also, yes, Revolution. Revolution der Frau. The opposite to patriarchy is not matriarchy, but fraternity. And I think it's women who are going to have to break the spiral of power and find the trick of cooperation. Thank you.
sind die Frauen dran. Und ich denke noch, da bin ich mal gespannt, was sie wohl anders machen. Die Einladung lag einfach im Briefkasten. Absage ausgeschlossen. Staatsbürgerinnenpflicht. Ein Think Tank. Ich gerade aus der Dusche. Da klingelt der Postbote. Eingeschriebener Brief zum Thema, wie geht's weiter? Mit der Welt. Und ich denke noch, ich weiß doch nicht mal, wie es weitergeht. Mit mir. Und ich frage mich, wie kommen die auf mich? Zufallsprinzip. Gerade ich. Künstlerin, wo ich doch aus der Kunst komme. Ich habe Zeit. Ich habe kein Engagement. Politik war nie so meins. Klein und gänzlich an. Zum Glück im fixen Ensemble schon jahrelang. Und ich dachte schon, vielleicht ein Auftrag. Nur ein Werbefilm für Österreich, was weißt du nicht? Und ich so im Reflex. Was? Offizieller Brief? Das ist doch sicher. Ein Literaturpreis. Ein Auftragswerk. Eine Mitteilung, dass die Arbeitslose ausruft. Oder gar die Festspiele. Alles Künstlerinnen. Das kann ja heiter werden. Das Welttheater braucht eine neue Intendanz. So vielleicht war der Gedanke. Aha. Ein Tisch. 10 Stühle. Konferenz. Ganz klar. Der Frauen. Und die Leitung? Nicht vorhanden. Der leere Raum. Das leere Blatt Papier. 5 Säulen einer neuen Ordnung sind zu erdenken. Vom Think Tank. Und das sind wir. Also ich finde, man könnte ja bei den Konzernen einfach mal ansetzen. Ja. Also die haben ja die ganze Macht. Das ist total wichtig, Konzerne. Aber ich finde auch, man sollte beobachten, wie die Werte zunehmend verloren gehen, weil das hält doch die Gesellschaft. Werteverlust. Total richtig, aber Werte werden erst interessant, wenn man sozial abgesichert ist. Deswegen Grundeinkommen finde ich ganz vorne urwichtig. Ja, aber Gleichberechtigung. Es braucht dazu auch eine Gleichberechtigung. Das ist einfach auch das männliche Geschlechtsteil so omnipräsent ist in uns. Naja, ich gehe jetzt heute mal an Schutz und Klima anfangen. Ja, es ist ein Moment, stopp! Können vielleicht nicht alle gleichzeitig reden, sondern eine und die anderen hören zu? Und dann machen wir unseren Plan und den arbeiten wir schrittweise ab. Die großen Forderungen zuerst und dann die kleinen. Also, erste Säule. Klima. Ja, super. Ja, genau. Zweite, Bildung, ganz wichtig. Dritte, wirtschaftliche Umverteilung. Vierte, Gemeinwohl. Fünfte, Menschenrechte. Was als Säule? Dass sie die Menschenrechte einfach mal ernst nehmen und umsetzen. Das ist bis jetzt noch gar nicht passiert. Naja, wenn Menschenrechtskonvention, Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wo ist das umgesetzt? Die wird auch ununterbrochen verletzt, die Würde. Ja, weil es so ein schwammiger Begriff ist, Würde. Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich finde, es gibt oft zu viele als zu wenig Meinungen. Was sind denn das für Töne? Das sind überhaupt keine Töne, das ist immer Meinung. Also Recht auf Besitz, das finde ich eigentlich eher problematisch. Aber wenn mir jederzeit jede und jeder alles wegnehmen kann, finde ich das jetzt auch nicht so politisch. Ja, das stimmt total, aber es ist trotzdem ja eines der Grundübel, Besitz. Ne? Eigentum ist die Stadt. Genau. Ja, man könnte ja auch zwischen Besitz und Eigentum differenzieren. Ja, also alles für alle, das finde ich gut. Ja, und wie willst du das umsetzen? Ja, ich meine, wenigstens Vermögen noch besteuern. Jeder und jede ist frei und gleich geboren. Ja eben, aber siehst du, da fängt es ja schon an, das ist ja gar nicht so. Also der eine kommt als reicher Erbe auf die Welt, hat alle Chancen, der andere nicht. Das ist ja so eine Art Geburtsadel oder so. Ne? Ah, Recht auf Wohnen. Das ist ja, das.
Menschenrechtszeiten. Religionsfreiheit. Also ich weiß nicht, Frauen sollten sich meiden, halt fernhalten von Religion. Das endet in Unterdrückung. Ja, denk mal, was alles schon passiert ist im Namen der Religionsfreiheit. Und umgekehrt. Ja, und umgekehrt, genau. Ja. Na gut, also, das heißt, wir nehmen die Menschenrechte als 5 Säulen. Mhm. Doch super. Es sind mehr als 5. 50. 14. Okay, dann halt so Stichworte. Naja, ich finde ja, wir sollten einfach alles umdrehen. Einfach die Männer mal 50 Jahre unterdrücken. Oder 100? Jahrhundert, genau. Nein, damit sie das einfach mal spüren, wie das so ist. Ja, und das Pferd ist so unsterblich wie ich. Ich bin auch für die berittene Polizei, weil ich meine, wenn es Wort auf Wort kommt, zum Beispiel bei einer Demonstration oder so, bist du mit einem Pferd viel schneller als mit einem Auto, ne? Aber einer meiner größten wirtschaftlichen Erfolge war es ja, mit Profit für die Autoindustrie aus dem Dieselskandal da rauszukommen. Also ein Hoch auf den Kapitalismus. Jawohl, Dieselskandal, da dämmert man uns. Ja, mein Name ist Michael Franke, ich komme aus der Privatwirtschaft. Ich möchte betonen, dass wir eine Vorreiterrolle einnehmen, um es genauer auszuführen. Wir sind im internationalen Vergleich, das sagen Studien, Statistiken, Studien, ja, naja, österreichische Studien, dass unsere Arbeit, die ich, genau, ich meine wir, für unser Land geleistet haben. Danke, Michael. Das sagen Studien, das sagen Meinungsforscher, dass mein Österreich im internationalen Vergleich viel besser dasteht. Ja, mein Name ist Michael Franke, ich komme aus der Privatwirtschaft. Ja, ich kann ein weiteres Mal auf diese Studien verweisen, denn die sind so umfangreich, dass ich gar nicht weiß, was ich, wo ich... Ja, danke, Michael. Etwas problematischer stellt sich für mich das Konzept der Brüderlichkeit dar. Ich meine, wie sollen das denn bitte die Frauen machen? Die sind doch gar keine Brüder. Ja, entschuldige, aber was ist jetzt mit Freiheit und Gleichheit? Ja, für die Brüder. Also, Burschenschaften gibt's bei uns auch. Ja, und bei den Freimaurern waren auch Frauen dabei, ne? Ja, aber die gibt es doch nicht mehr. Ja, sicher gibt's die noch. Allerdings. Ja, und wo sind die bitte? Ja. Überall, bitte spar mal. Die Freimaurer, Mein Name ist Michael Frank. Ich gehe wieder zurück in die Privatwirtschaft. Bei meiner Frau setzen die Wehen gerade ein. Ich werde mich daher aus der Politik zurückziehen. Ja, mein Hausverstand wird jetzt gebraucht. Meine Herren, ich denke, wir schauen uns an, wie die Frauen das so machen. Ich hoffe ihr sehr, dass die Emotion draußen bleibt, aber nicht die Gewalt. Denn ich sage ja, der Fokus, wir alle zusammen in Österreich für Österreich. Ich hoffe ja nur sehr, dass die Emotion wegbleibt und nicht so viel geweint wird bei den Damen, denn das steht ihnen ja immer dann so im Weg, wenn sie so emotional werden. Meine Herren, danke für jede einzelne Position hier im Raum und so weiter. Wir lassen jetzt einfach mal die Frauen ran und dann werden wir das alles einfach wieder in Ordnung bringen. Ja, super, Dächer, du jetzt den Kaffee. Ja, gut.
gerade im Moment ins kalte Wasser springen, nicht wissen, was kommt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und auch über seine eigenen Schwächen hinwegsehen oder die anzunehmen und mal schauen, was passiert, was also vielleicht auch gleichzeitig ein Thema berührt, das mich als, auch als bildende Künstlerin immer sehr beschäftigt, die offenen Prozesse. Also auch gerade im Bereich der Zeichnung ist es für mich die Herangehensweise so, dass ich eigentlich gar nicht wissen will, was das Ergebnis ist. Und dieser Kampf mit dem weißen Blatt in Kombination mit Motorik, mit vielleicht Unruhezuständen, vielleicht auch Aggressionen oder einen gewissen Rhythmus, den man in sich hat, kann dann auch was, also ist eigentlich was sehr Produktives. Und also die Zukunft passiert ja immer so in Häppchen. Also die Zukunft ist ja die nächsten Sekunden, die nächsten Minuten. So kann man das dann ewig weiterdenken. Und in der Zwischenzeit passiert etwas, aus dem sich dann Formen entwickeln. Und auf diese Formen reagiere ich dann und baue da immer irgendwie was dazu. Es werden dann vielleicht Figuren, Schemen erkennbar, mit denen man dann spielen kann. Also Spielen ist auch ja so ein offener Prozess oder man setzt sich gewisse Regeln. Die Regeln, die einerseits, also braucht man auch vielleicht diese Einschränkung und diese Herausforderung, mit nur diesen Regeln umzugehen. Dann wieder, also dieses Tun und wieder zurücktreten und sich von der Distanz dann genauer anschauen, was es werden könnte. Sich in ein Thema verlieren, also in eine Sprache, die ich in der Tschüss,
Testosteron im Raum. Testosteron? Na ja, vergiss es. Ich meine, das braucht ja irgendjemanden, der das in die Hand nimmt, oder? Ja, wenn du dafür Testosteron brauchst. Das kann man doch auch mal so stehen lassen. Das kann man aber auch kritisieren. Aber wie lange war jetzt nichts? Wie lange ist jetzt nichts weitergegangen? Man muss ja nicht immer den Mund aufmachen, nur damit was gesagt wird. Es darf doch auch mal sein, dass mal nichts ist. Das darf doch auch mal sein, oder? Irgendwas Kämpferisches. So Emanzen wie früher, oder zumindest eine Lesbe. Völlig schräges Bild, zu sagen, Testosteron, zumindest eine Lesbe. Also als sei eine Lesbe ein besserer Mann. Wenn ich jetzt sage, ich bin lesbisch, was ist dann? Wie meinst du das jetzt? Ich bin eine Lesbe. So, und? Was und? Na ja, geht's da jetzt besser? Ja, keine Ahnung, ja, vielleicht, ja. Ja, es ändert schon was. Bist du jetzt lesbisch oder sagst du das nur so? Stört euch das jetzt? Da schaust du gleich was anderes. Ja, man sieht dich irgendwie anders. Ja. Schau doch, du bist doch gleich so typisch. Niemand hat hier was gegen Lesben. Wenn du es dann aber gleich so betonen musst. Die Frage ist doch nur, ob es etwas gibt, was uns verbindet, nur weil wir Frauen sind. Ob das für sich schon was Verbindendes hat. Na, die Frage ist doch erstmal, was das überhaupt ist. Eine Frau. Ob es das überhaupt gibt. Marke, bitte, ja. Eine Frau ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann. Basta. Oh, und was haben wir gemeinsam? Das ist doch gar nicht die Frage. Ja, was haben wir gemeinsam? Busen, Möse? Also diese Reduktion auf den Körper, das ist doch genau das, was wir den Männern ankreiden. Nein, aber jetzt nicht das schöne Busen. Ist die Frau einfach nur Busen? Große Busen, kleiner Busen, das ist voll gut. Wer hat jetzt hier vom schönen Busen gesprochen? Ja, also gut, können wir uns darauf einigen, wir haben Frauenkörper. Wir bewohnen Frauenkörper. Ja, gut, von mir aus. Die Gebärfähigkeit. Du bist schwanger, oder? Bitte. Fühlst du jetzt mehr Frau? Was? Ich meine, fühlst du dich jetzt mehr als Frau als wir? Unsicher. Ich frage mich, weil das interessiert mich. Ich war noch nie schwanger. Wer ist hier am meisten Frau? Der Preis geht nein, an... Nein, theoretisch gesehen. Einfach nur theoretisch gesehen, die Möglichkeit zu gebären verbindet uns, oder? Und nach der Menopause wird einem dann der Frauenstatus aberkannt. Also ich sitze hier in einer Runde von Frauen und ich denke mir, das könnte alles mal anders sein. Aber nein, im Gegenteil. Und was hättest gern? Du gerne? Entschuldige, ich muss jetzt da noch einmal nachhaken, weil mir lässt es irgendwie keine Ruhe, dass du vorhin gesagt hast, wir wohnen in unserem Körper. Das ist so ein Quatsch. Ich wohne doch nicht in meinem Körper, ich bin doch der Körper. Ich bin ja keine Zwei-Zimmer-Wohnung. Weil alles, was eine Person ausmacht, das sind körperliche Vorgänge. Das sind Hirnströme, das sind Hormone, das... My body is my temple. Also ich fühle mich in so einer Frauenrunde schon meistens wohler. Weil wenn ich nicht ständig als Objekt betrachtet und es geht nicht ständig darum, wie sehe ich aus, wie sind meine Haare, wie bin ich geschminkt. Ich bin einfach entspannter unter Frauen. Ja, du, aber wenn wir so entspannt sind, dann könnten wir vielleicht über wichtigere Dinge reden. Aber sieh, du bist überhaupt gar nicht entspannt, oder? Und ich denke, wenn wir schon unter Frauen sind, könnten wir das berücksichtigen oder ein bisschen nett sein. Na, die netten Frauen. Das hört einfach nicht auf. Kein Leben außerhalb des Konstrukts. Jetzt macht dir das Leben irgendwie nicht so schwer. Das ist doch nur ein Konstrukt, dass du sagst, das ist ein Konstrukt. Frau ist nur ein Begriff. Also ich habe eine Freundin, die hat einen Hund, dieser Hund ist ein Weiberl und das ganz fraglos. Und kein Mensch geht da hin und sagt, fühlst du dich jetzt als Mann oder als Weiberl? Also, ich weiß nicht, der Tiervergleich ist jetzt... Wir hatten einmal eine männliche Katze, die hat Renate geheißen. Also den Tiervergleich definiert sich nicht falsch. Ich weiß nicht, warum wir das Frauen jetzt noch mal über diskutieren müssen. Nein, wenn es heißt, die Männer haben abgedankt und die Frauen sind das Gegenkonstrukt zu den Männern. Ja, was heißt denn dann Frau, was heißt es dann, anderes Frau zu sein, als in Abgrenzung zum Nicht-Mann-Sein? Das ist doch keine Identität, kein Mann zu sein. Ja, aber das ist kein Problem, das machst du dir, das gibt's nicht. Die Frage ist doch,
wären wir schon weiter, wenn wir eine gemischte Runde wären? Nein, das ist nicht die Frage. Also das Patriarchat ist heteronormativ. Ja? Ja, binär. Es gibt nur entweder oder, Mann oder Frau. Dazwischen ist nichts. Das ist doch total banal. Banal, entschuldige mal, das Patriarchat ist nicht banal. Natürlich ist das Patriarchat banal. Was, 5000 Jahre Unterdrückung, das ist ja nicht banal. Ich sage nicht, dass Unterdrückung banal ist. Wenn du sagst, das Patriarchat ist banal, dann schließt du das ja mit ein, wenn Romas die Burg kränkt. Weißt du, was dein Problem ist? Dein Problem ist, dass kein Mann anwesend ist und du kein Gegner hast. Und wenn du kein Gegner hast, dann bist du völlig lost. Ja, wer euch hat, der braucht gar keinen Gegner. Also wenn unser Problem hier jetzt ist, dass niemand mehr weiß, was eine Frau ist, dann gehe ich wirklich nach Hause. Ja, nein, wir haben schon gesagt, Busen und Möse. Wahnsinnig. Ja, also wir sagen jetzt einfach mal Busen und Möse, dann sag halt du da unten deinen Standpunkt, dann ist das geklärt und dann können wir über das reden, worum es wirklich geht. Ja, Klassenkampf ja zum Beispiel Würstelstand. Hä? Ja, am Würstelstand. Okay. Stehe ich so da, und da kommt ein Typ auf mich zu und der sagt einfach, obwohl ich da nur stehe, sagt er. Ja, was? Was sagt er? Ist doch egal. Aber ehrlich, mir wird so oft eine so sexistische Scheißkacke entgegengebracht und ich weiß dann überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dieser Typ denkt mir dann, ja, es hat seinen Grund und ich soll den verstehen. Aber dann will ich ihn eigentlich einfach nur erschießen oder ihm in die Eier treten. Ich werde dann so aggressiv. Das ist total aggressiv. Also, okay. Ich fände es gut, wenn wenigstens wir schaffen würden, uns anders zu behandeln und zu sehen. Ja, andere Kategorien als Männer oder besser gar keine. Ja, aber kein, was verbindet uns Frauen als Frauen. Dass wir so genannt werden, das verbindet uns. Ich fühle mich doch nur als Frau, weil mir ständig gesagt wird, dass ich mich so fühlen soll. Es fängt schon vor der Geburt an. Oh ja, was wird es denn? Ja, das fragen immer alle. Und jeder versteht, dass gefragt wird, welches Geschlecht es wird. Und dann sagt man ein Junge oder ein Mädchen, als sei dann alles schon gesagt. Ja und? Ja und später, wenn man dann alle Formungsangebote der Gesellschaft, Schule, Ausbildung etc. durchlaufen hat, wird man gefragt, und, was machst du? Ja, und jeder versteht, was ist dein Beruf? Ständig bist du in irgendeiner Box. Und wir treffen ja aufeinander und ich weiß nichts über euch. Aber ich weiß, dass ihr Frauen seid und Künstlerin. Ja, aber dass wir Künstlerinnen sind, das ist doch ein großer Anteil unserer Identität, oder? Ja, aber die Künstlerinnenbox und die Frauenbox. Ja? Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird es. So heißt es bei Simone de Beauvoir. Ja, was machen die Übersetzer daraus? Man wird nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. Das sagt sie aber gar nicht. Man wird es. Ja, versteht ihr? Halb Opfer, halb Mitschuldige. So wie wir alle. Das sagt sie auch. Ständig wird was aus mir gemacht. Ja, und ich lasse das auch noch zu, anstatt diesem Typen zu sagen, verpiss dich, du Arschloch! Weil ich Angst hab! Weil ich Angst hab, dass der mir einen reinhaut! Was hat der Typ gleich zu dir gesagt? Ach, lass mich doch nicht. Hallo? Darf ich mich vorstellen? Ich komme von überall. Mal von da, mal von dort. Mal von ganz woanders. Ich habe immer alles dabei in meinem Koffer. Ein bisschen was zu essen und ein kleines Fläschchen Wein. Aber ich wurde nicht eingeladen. Aber mich würde interessieren, was ihr vorhabt. Kann ich zuhören? Kann ich ein bisschen hier bleiben? Ich glaube, ich wollte nie männlich sein. Ich glaube, ich habe nie das Gefühl gehabt, das Bedürfnis zu haben, ein Mann zu sein. Weiblichkeit. Weiblichkeit in ihren verschiedenen Altersstufen, das hat mich schon ziemlich früh interessiert. Und mit Anfang 20, da wollte ich mit meiner Oma und mit meiner Mama und mit meiner älteren Schwester ein Tanzstück aufführen. Und
wir sollten uns ausziehen und dann im Vorgarten uns nackt bewegen und posieren und irgendwerend fotografiert. Und natürlich zunächst totales Gezeter von der Oma und von der Mama, na, ich bin süß, geht überhaupt gar nicht. Und dann aber noch mit einer gewissen Überzeugungsarbeit waren sie sehr freundlich dabei. Und wir haben uns alle ausgezogen und waren nockert und sind zu viert neben Leister seinem Haus im Garten umeinander gekupft, haben uns bewegt und getanzt und es sind wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotos entstanden. Die Oma in ihren End-80ern, die Mama in ihren blühenden 50ern, meine ältere Schwester Ende 20 und ich eben Anfang 20. Und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Und grazie. Grazie, das war totales Thema bei uns und ordinäre Sexualität total verpönt, aber elegant sein, grazil sein und fein sein, das war für uns Weiblichkeit. Und Anstand war ein ganz wesentlicher Bestandteil in meiner Erziehung. Und in den 80er Jahren, da war fortgehen und in die Disco gehen, das war total wichtig. Und im Gegensatz zu meinen Freundinnen durfte ich bereits mit 15 und 16 so lange fortgehen, wie lange ich nur wollte. Es gab keine Verbote, nur das Vertrauen in meine Anständigkeit. Wir waren in so einer Tanzkurs-Tanzklicke mit einem ganz kleinen Tanzlehrer, einem wahnsinnigen Weiberer und seiner sehr adretten und fischen Frau. Und er war wirklich ein totaler Weiberer, aber sehr fein, die alte Schule. Und jeden Donnerstag, Freitag, Samstag sind wir bis um 5 in der Früh in die Disco und haben getanzt. Und das totale Vertrauen der Mama hat total gewirkt. Ich war wahnsinnig anständig, wahnsinnig verklemmt und schüchtern. Aber das ekstatische Tanzen in der verrauchten Disco, das Hingeben an die Disco-Tänze, das war mein einziges Mittel, meiner Weiblichkeit Ausdruck zu verleihen. Das Einzige, wo ich mich zeigen konnte. Flirten und Aufreißen war mir nicht gegeben, aber das Tanzen wie eine Wilde, das war mein Versuch, als Frau anzukommen. Hat aber nichts genutzt, weil ich eben so anständig war. Und immer noch war ich Jungfrau. Später hätte ich dann sehr gerne Schauspiel studiert, aber ich habe mir gedacht, ohne sexuelle Erfahrung Schauspiel studieren, da brauche ich überhaupt nicht hingehen. Ich habe dann was anderes studiert, bis ich dann schlussendlich doch noch zum Schauspielstudium gekommen bin, und zwar nach Paris. Nackt sein, das konnte ich. Ich hatte eine gewisse Unbefangenheit der Nacktheit gegenüber schon von zu Hause her, und da hatte ich dann tatsächlich einen gewissen Vorteil in Paris. Entgrenzen, Enthemmung, darum ging es oft. Nackt sein auf der Bühne, und das konnte ich. Und weil ich dann immer nicht mehr wusste, was meine eigenen Grenzen sind, also gute Grenzen, weil ich immer nur die von außen auferlegten kannte, hatte ich irgendwann gar keine Grenzen mehr. Also keine guten Grenzen mehr. Und ich bin dann durch viele Hände gegangen, meine Jungfernschaft bin ich losgeworden, war jetzt nicht so prickelnd. Und ich hatte durchaus ein gestörtes Gefühl zu dem, was ich will oder nicht will, aber irgendwie tough. Ich halte viel aus, als Mensch und als Frau, ich halte viel aus, also mich haut nicht so schnell was um. Hart im Nehmen und aber auch im Zurückgeben oder im Fordern, wenn es auch im künstlerischen Bereich, wenn ich das Gefühl habe, dass es um was geht. Und ich glaube, dass Weiblichkeit und Härte sich nicht widersprechen.
finde das krass, dass man wartet, bis da so ein Mann kommt und einen endlich entjungfert, damit man zu einer vollständigen Frau wird. Und die Männer sind dann immer schon vollständig. Wer entjungfert die eigentlich? Wir drehen alles um, wir entjungfern die Männer. Ja, oder matriarchal gedacht. Alle wohnen bei der Mutter und deren Brüder und die Männer kommen nur manchmal zum Beischlaf vorbei. Ständig geht es um Männer, es gibt keine Sexualität ohne Männer. Das ist doch alles wie aus einem früheren Jahrhundert. Allein das Wort Jungfrau, so Gebrüder Grimm oder sowas. Ja, Astrologie. Also ich habe einen Neffen und der wollte mit seiner Oma ins Marionettentheater und da hat die Oma zu ihm gesagt, muss aber schon was Feines anziehen. Und dann geht er zu so einer Kindergartenfreundin und leiht sich von ihren Prinzessinnenkleid aus. Und so ist er dann ins Marionettentheater gegangen. Ich tanze nicht und warte, bis einer oder eine mich gut findet. Ich schaue mich um und andere schauen sich um und wenn es matcht, dann matcht es eben. Tinder, warum nicht? Liebes Supermarkt. Früher, in meiner Jugend, da gab es eine Zeit, da hat mich jede Begegnung mit einer spannenden Frau ausgelöscht. Da war ich ganz vernichtet, minus 500. Und es hat dann immer eine Zeit lang gedauert, bis ich wieder wer war im Vergleich. Aber wenigstens stehen nicht nur die Frauen so jungfräulich im Regal, sondern alle, auch die Männer. Alle sind zugleich Kunden, Kundinnen und Ware. Ja, super. Ne? Der Kapitalismus macht uns alle gleich. Nur die Qualität der Supermärkte, in denen wir einkaufen, die divergiert. Ich sag nur eins, Hertha Vierenberg. Da sagt euch nichts, ne, junge Menschen. Aber die Hertha, die war super. Und mein. Oh. Alter, hätte ich es fast gesagt. Das geht natürlich nicht. Also, meine Göttergattin, die kann das genauso gut wie mir. Und mir? Leider, wir kennen uns zuklammern. Wir lassen den Spritzwein kommen. Ja, beim Spritzer bin ich dabei. Allerdings bin ich der Meinung, jede Frau, die da einen Erfolg haben wird, hat natürlich nur einen Erfolg, weil wir dahinter stehen. Ja? Also, wenn die das gut macht, dann weiß ich, dass ich den größten Teil dazu beitrage. Ja, da brauchen wir nicht reden, das ist ja Logo Maggiore. Ne? Weil wir haben die Hocken da echt gut gemacht. Ja, wir haben das super leicht gemacht. Die Weiber legen sich praktisch ins gemachte Bettilein. Meine Herren, ich denke, wir lassen den Frauen da diesen Vortritt. Es muss aber auch erwähnt werden, dass die Medien sehr viel dazu beitragen und dass es durchaus sein könnte, dass es alles nur ein Fake News ist. Deshalb müssen wir den Damen da gar nicht so hart entgegentreten mit Widerstand, sondern wir werden sie unterstützen in ihrem Fake-Gedanken, der ja aber das ist ein Fake-Gedanke? Ja, meine Frau hat auch so ein Fake-News-Abo im Burgtheater. Also man könnte auch fragen, wie viel Fake News stimmt. Wir haben das Facebook, wir haben da andere Medien, die wir anzapfen können. Ja, das machen wir. Wir können dahingehend ja auch Sachen verbreiten, dass sie sich stark fühlen, unsere Frauen, die wir so sehr lieben. Ich muss mich aber jetzt aus der Politik zurückziehen. Ich muss mein Kind anschauen gehen. Oh! Übernehmen Sie bitte den Vorsitz. Ja, mein Lieber, das mache ich glatt. Ich bin ja ein sehr bekannter Frauenflüsterer. Ich stelle mich sehr gerne zur Verfügung. Kollege, ich merke mich eben, muss ich jutot essen. Liebe Gemeinde,
Heute trage ich vielleicht ein paar Pillen ab. Meine Frau, also nein, seine Frau. Fuck, ich denke, wie lange Hosen kriegt den Moment ein Kind. Ein Kind? Ja. Grüß an euch. Ja, und ihr denn? Ja, die hat es also, ich muss ja da auch unten gehen. Also, ja, und ihr denn? Also, Burschen, ich sag euch jetzt, wo es lang geht, wo der Bartel einen Most holt. Und das ist nicht bei uns. Na, was sicher nicht. Na, wir werden da sicherlich nicht mit der Gießkanne drüber fahren. Aber ich meine, man muss ja auch nicht gleich mit der Verbotskeule kommen. Ne? Nein, wir werden ja nur die Zügel schon haben lassen. Jawohl! Gestreichelt. Nein, ich brauche kurz, ganz kurz, ich verliere sonst den Gedanken. Bei Neu, da werde ich immer so hellhörig. Es klingt so frisch und unverbraucht. Voller Versprechungen, so nach Zufriedenheit und alles im Griff. So als wären wir jetzt plötzlich diese Profi-Aufräumerinnen. Alles sauber, endlich alles in Ordnung. Und dann setzt sich irgendwann in diesem Neuen doch wieder das Alte durch. Also irgendwann quellen wieder die Kleiderhaufen aus dem Schrank. Der neue Stil, denke ich da plötzlich, ganz türkis. Oder Animal Farm. Da wollen alle das Gute, das Richtige und dann bricht doch wieder die andere Seite des Menschseins durch. Über Egoismus, Gier, Faulheit, Verantwortungslosigkeit, Machtgeilheit, ja, und unendliche Durchhalteschwäche. Der Spaß an der Veränderung, der ist so schnell draußen. Nach der ersten Euphorie, da wird es schon ein bisschen öde. Ja, so sind wir. So bin ich. So sind Männer und so sind Frauen.
Ja, und ich habe auch keine Fantasie zu diesem Neuen. Das sind vielleicht zwei Mikroideen, um diese momentanen Megakrisen irgendwie zu bremsen. Also Klima und Armut, darauf läuft es ja immer hinaus, hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Ich möchte die reichen Arschlöcher immer enteignen. Am liebsten alle sofort und auf der ganzen Welt. Und das ist sicher ein cooler Moment. Revolution! Robin Hood! Ja, und dann? Wie soll ich denn gewährleisten, dass die Umverteilung danach gerecht ist und dass wirklich alle die gleichen Chancen haben? Dass es nicht mehr möglich ist, dass das Gemeine in uns sich wieder seinen Weg bahnt? Dass nicht nur ein paar wenige so gerissen sein können und die anderen alle ausnehmen? Und wie man das mit dem Klima checkt, ohne dass wieder die Ärmsten der Armen die Zeche zahlen. Alles, was mir zu diesem neuen einfällt, das schmeckt wie ein 5 Stunden lang durchgekauter Kaugummi. Ich bin einfach ein langweiliges, doofes Würstel. Ich denke nur, ich will, dass alle lieb sind. Die Sonne soll scheinen, aber nicht zu doll wegen dem Klima. Ich möchte Brötchen fahren in einer Art Dauerfrühling, aber ohne Pollenallergie. Ja, so etwas denke ich mir, aber sonst nichts. Und warum muss eigentlich ich eine Lösung parat haben? Ich habe mich in meinem Beruf noch nie als Lösungslieferantin für globale Probleme gesehen. Nein, ich will das nicht. Ich kann das nicht. Ich will diese Verantwortung nicht. Und dann kommt da plötzlich so ein kleines Virus daher. Ja, aber man denkt sich, das so ein Virus, das trifft doch jetzt aber mal wirklich alle gleich. Da kann man doch auch mal zusammenhalten. Aber dann trifft das, was alle trifft, natürlich wieder die Ärmsten der armen Würstel am härtesten. Ja? Und der Begriff Solidarität, der ist auch wirklich so ausgelutscht und so unsexy. Ja, und auf einmal, da fliegen dir die alten Ordnungen, da war sowas von um die Ohren. Ich meine, zum Beispiel die Spanier. Ja. Ja, also, nein, das sind jetzt halt eben Vortrag, keine Angst. Aber die Spanier, die kriegen diese Impferei viel besser organisiert als die Deutschen. What? Sind die Spanier jetzt die neuen Organisationskings und die Deutschen die Chaos-Punks, oder was? Man weiß nicht mehr, wo die Rechten sind und wo die Linken sind und wo vor allem die sind, zu denen man selbst dazugehört. Das macht einen ja wahnsinnig. Und natürlich ist es so, dass das eine Würstel es immer besser weiß als das andere Würstel. Und zum Schluss verachten die Würste sich gegenseitig. Und wenn man sie verachtet, dann kann man natürlich nicht zusammenhalten. Und ich stehe auf einmal und halte eine Rede. Das braucht's. Ich halte völlig ungewollt eine Rede. Und nach mir wird dann eine andere Rede halten. Und wieder andere halten keine Rede, weil die sind ja überhaupt nicht eingeladen. Und in der Zwischenzeit nimmt alles seinen Lauf. Und ich rede hier. Und während ich so rede, merke ich auf einmal, dass ich der eigenen Rede viel mehr verpflichtet bin als der Lösung des Problems. Und ich rede und ich rede und ich rede und merke meine eigene Würstelhaftigkeit, die ist auf einmal wie weggeblasen. Und ich fühle mich wie der große Obermacker. Nein, Gott, sorry, Entschuldige, wie die große Obermackerin. Also, noch einmal. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Ich habe gesagt, noch einmal. Ich will, dass alle sehr lieb sind. Ich will, dass jeder genug und keiner zu viel hat. Ich möchte Bötchen fahren im Dauerfrühling. Und ja, wirklich schön finde ich den Gedanken, Männer in die Bedeutungslosigkeit zu streiten. Na gut, so können wir nicht weitermachen. Das stimmt allerdings. Es ist halt auch immer das gleiche Bild. Ein langer Tisch, 10 Stühle, Leute, die drumherum sitzen. Ja, und schon denkt man, Konferenz. Es fehlen nur noch die Männer. Das Abendmahl. Da waren aber auch nur Männer. Ja, und bei uns sind es halt Frauen, aber sonst ist alles gleich. Ja, der Tisch ist schon, der engt ein bisschen an. Man spürt seinen Körper überhaupt nicht. Und ja auch die Beine und Füße und so weiter.
Ja, ist super. Ja, ist ganz was anderes. Umdrehen. Was? Die Tische umdrehen. Die Tische umdrehen? Ja. Ja, genau. Ich würde sagen, das ist wie in einer Kneipe jetzt, oder? Und durch die Idee, den Tisch umzudrehen, haben wir jetzt den Stuhl erfunden. Ja, nein, das ist kein Stuhl, das ist mehr so eine Stehhilfe zur Stärkung des Rückgrats. Also es ist ja total unangenehm, erstens, zweitens kann man sich voll schlecht unterhalten. Ich weiß gar nicht, was man dann ja. Okay, dann beide Tische zusammen, duck, zick, zack. In die Mitte. So, das wird nämlich jetzt wieder ganz was anderes. Oh. Ach, da gehen wir jetzt rein. Ich schaue. Das ist so. Ich finde, wie in einer Gondel. Wow. Das ist aber wirklich. Ja. Das ist voll wie ein totales Skifahrer-Feeling. Ha, alle im selben Zug. In derselben Gondel. Entschuldigung, ist da noch was? Schatz, der Überblick ist wichtig. Man kann nach unten schauen. Das ist was ganz anderes, als wenn einfach nur so die Landschaft an einem vorbeirauscht. Für die eine ist es der Zug, für die andere die Gondel. Na, das geht für mich aber überhaupt nicht. Also entweder jetzt Zug oder Gondel. Ja, das stimmt. Man muss Entscheidungen treffen und dann auch wirklich die Konsequenzen. Genau. Gondel. Nächster Halt. Am Städten. Schau, wenn es jetzt wieder nur darum geht, auf irgendeine Gondel aufzurufen, die uns irgendwo hinbringt, dann werden wir das System nicht verändern. Ja, das stimmt, aber das ist ja keine Gondel, das ist ja sicher umgedrehte Tische. Ne? Ey, wir können jetzt zum Beispiel an der Spitze jetzt mal ankommen. Also die Männer, die waren immer oben. Stimmt. Okay. Hey, Moment mal, das fehlt mir. Ja, Schatz, bitteschön. Ja, das ist gut, das ist ja schon voll. Nein, da geht schon. Ach, wir fahren los. Ja, da müssen wir hin, ne? Hinauf. Für den Überblick. Für die Bestandsaufnahme. Aber denkst du nur, von dort oben sieht man etwas, Schwester? Es hieß ja, wir hätten noch nie etwas gesehen, weil wir noch nie oben waren. Ja, manche waren oben. Ja, weil es eben immer nur um oben und unten geht und nicht um Mann und Frau, sag ich doch die ganze Zeit. Ja? Denn da oben, da ist die Luft dünn und das verändert den Charakter. Und es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Seid doch mal still. Ja, stimmt, sie hat recht. Nur Kirchtürme, Wahnsinn. Lauter aufragende Penisse, innen drin aber Hohlräume. Sehr viele leerstehende Hohlräume. Ja, was man damit alles machen könnte? Ja, Schwimmbäder. Kindergärten, Saunen, politische Versammlungsräume, Frauenkreise. Da könnten wir jetzt mal oben ankommen? Schon geschehen. Schön ist es, ja. So weit. Ja, den Weitblick haben nicht alle gehabt, weil auch nicht alle nach unten schauen. Ja, ist alles so klein. So klein, als könnte man es einfach verschieben. So eine Jodel. Na, bitte. Was machst du da? Gipfeltanz. Thank you.
Ja, weil die haben ja Jahrtausende auf uns Frauen runtergeschaut. Und deshalb sind die auch so stark. Die können von einem ganz anderen Level hier oben weitergehen als wir dort unten. Die müssen das jetzt einfach mal spüren. Wir drehen alles um. Frauen verdienen jetzt einfach mal konsequent mehr als Männer. Ja, das wird auch gar nicht diskutiert. Das ist einfach ganz klar, dass die Frauen mehr verdienen, einfach weil sie Frauen sind. Und den Männern sagen wir, naja, du hast halt dann zu Hause das Sagen. Ja, du bist der Zuhause-Chef. Ja, zu Hause, da bist du der Chef. Aber wenn wir aus der Tür rausgehen, dann musst du einfach mal seine Goschen halten. Nichts sagen, nehmen wir herlaufen, die Kinderwagen schieben, das darf er. Weil zum Ausgleich ist er ja zu Hause der Chef. Uff, da ist er wahnsinnig frei. Also da hat er das Sagen, da kann er machen, was er will. Da darf er sich aussuchen, was er für die Familie kocht. Das ist die totale Herrschaft zu Hause. Und die Herrschaft, die gebe ich ihm ja wahnsinnig gerne. Aber wenn wir das Zuhause verlassen, dann bin ich die Chefin. Ja, dann hören seine Rechte auf. Dann ist er wie ein kleiner Hund. Ja, ich nehme den Mann als Hund. Ja, so machen wir das mal und dann schauen wir mal, wie das so ausschaut und gehe mit ihm spazieren. Ich habe ihn dann immer so dabei, so als kleines Gepäck und, ja, weißt du was? Ich spendiere dem auch mal was. Naja, so, weißt du, aus den Hosen raus, weil ich verdiene ja viel mehr als er. Und na, da habe ich die Spendierhosen an. Na, ich verdiene doppelt so viel wie er. Und der muss ja auch gar nichts verdienen. Das ist total gemütlich für den Mann. Das ist wahnsinnig gemütlich. Der muss nichts machen. Zu Hause ist er der King und draußen, da darf er sich was aussuchen. Eine Handtasche, einen schönen kurzen Rock darf er sich aussuchen. Er darf sich den Bauch straffen lassen. Na, zahle ich ihm natürlich. Die kleine Umoperation, weil ja, der ist ein bisschen fett geworden. Na, weil zu Hause ist er dick geworden, weil er schaut ja auf die Kinder zu Hause. Der ist ja, fett ist er geworden zu Hause. Weil joggen darf er nicht. Er darf nicht joggen, weil joggen geht zu Hause ja nicht. Das ist dann sein Weihnachtsgeschenk, der Sixpack. Den zahle ich ihm, die kleine Umoperation, damit er gut ausschaut und dass ich ihn herzeigen kann. Und dann ist er wahnsinnig entspannt, weil er so zufrieden ist mit sich selbst, weil er so gut ausschaut. Und er ist nicht frei zu Hause und so entspannt. Und dann haben wir ganz entspannten Sex zu Hause in seinem Königreich. Und ich bin so stolz auf ihn. Ich bin so wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf ihn. Ich bin so stolz auf ihn, weil er einfach so wahnsinnig gut ausschaut. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Zwangsprostitution, Kinderehen, Femizide, Vergewaltigung, Menschenhandel, Genitalverstümmelung, Kinderpornografie, Buschenschaffen, Proud Boys, Taliban, Facebook! Feiergemeinde, Hinterbliebene und Freigesetzte, hiermit tragen wir das Patriarchat zu Grabe und mit ihm seine Hinterlassenschaft. Sehr geehrte ehemalige Anhänger und Sympathisanten, ihr schaut dumm aus der Wäsche, die wir nicht bügeln. Mit uns habt ihr nicht gerechnet, denn ihr seid so gut im Rechnen und doch geht eure Rechnung nicht auf. Denn wir sind mit 52% jene Minderheit, die zugleich 99% darstellt. Die 52%, die zu 100% das ist, was 1% der Welt nicht wahrhaben möchte. Wir setzen eure Berechnungen außer Kraft. Wir sind die blaue Kali und die rote Zora. Wir sind der Widerspruch. Wir sammeln ein und erleben nicht. Was wir einsammeln, das ist nicht zählbar. Wir sind unteilbar. Denn ihr habt die Rechnung ohne uns gemacht. Ruhet in Frieden. Musik.
Mutter, das bin ich nicht. Ich wurde nicht eingeladen, aber ich bin trotzdem da. Lauter Frauen, mal sehen. Naja, wenn es nicht klappt, dann können die ja zurücktreten. Aber wir anderen, wir leben und sterben, aber wir können nicht zurücktreten. Mal was fragen? Ja klar, was ist denn? Das ist blöd. Na sag halt. Ja. Du liebst eher Frauen, oder? Auch. Und
Ameisen. Ameisen? Ja, manchmal wäre ich kein Teil von seinem Ameisenstaat. Echt? Hm? Oh, Vogelschwärme. Na, Fliegen ist nicht so meins, ist eher Meerschweinchen. Das Meer. Nur bedingt. Oktopusse. Die haben 8 Arme, 3 Herzen und einen Kopf. Ein einziges neuronales Netzwerk. Ja, und Steine, wenn sie so in der Sonne glitzern, oder Berggänse. Und Männer? Ja, grundsätzlich auch okay. Und du? Männer, die auf Berggänse stehen, weniger. Was hat denn der Typ im Büschelstand jetzt eigentlich zu dir gesagt? Aber weißt du, was ich dem geantwortet hätte? Selbst mir dafür einen Hauptspaß. Vom Büschelstand. Ja, was hältst du denn? Sag dir, was ist denn im Büschelstand? Was hat er gesagt? Macht sie da schon die Säulen oder was? Säulen. Oh. Merkt ihr das? Schon wieder diese Penisstruktur, die Säulen, die tragende, auf die sich dann alles aufbauen lässt. Erstes Stockwerk, zweites und dann das absolute Obergeschoss, die Penthouse-Wohnung. Ja, aber was denn dann stattdessen? Jede in ihrem Tempo. Jede ihre Wege. Jede ihre Haltung. Man kann auch reagieren. Ja, man kann aber auch einmal mitmachen. Hep. Hep. Jede ihre Stimme. Hep. Aber dann Hep. Jede ihr eigenes Thema. Hep. Hep.
Change of form.
und terminiert sie in einem unsichtbaren Pilzgeflecht, den Nährboden des Systems. You can find her in all colors around the world. She begins to intertwine with those of her kind. In the east, the west, and in the south. With the earth, the sea, the animals, and the rocks. She shakes her bed and it snows over the earth. Watch out! She's coming! You can't stop her! Richtig lässig war, wie dann nach der Konferenz, so ungefähr 2 Jahre später, das Wahlrecht für Tiere eingeführt wurde. Da wurde dann gleich mal die Massentierhaltung abgeschafft. Mein absolutes Highlight war 2025 die Abschaffung des Autos. Und aus allen Fahrschulen wurden dann Wohnheime für Oktopusse. Also ich fand ziemlich gut, dass die verpflichtende Vasektomie für Buben eingeführt wurde. Ja, oder auch die Auswirkungen der Einführung des generischen Femininum. Nur 2 Jahre später wurde festgestellt, dass das Selbstbewusstsein der Mädchen total gestiegen ist. Das hat dann auch zu einer Umstrukturierung der Gesellschaft geführt. Also gleich nach der Konferenz haben wir gedacht, wir sind jetzt 10 neue Busenfreundinnen und wir wollten das jährlich wiederholen. Wir haben uns nie wieder gesehen, war aber dann auch egal. Aber was wirklich spannend war, so ungefähr 15 Jahre nach der Konferenz haben die Leute und die Gesellschaft irgendwie wieder zu sich gefunden und es sind sehr viel weniger hässliche Einfamilienhäuser gebaut worden. Also ich war wirklich unglaublich skeptisch eigentlich am Anfang von dieser Konferenz, aber durch diesen ganzen Quatsch, den wir da auch so zusammen gemacht haben, haben wir irgendwie dann einen totalen Flow gemeinsam gekriegt und plötzlich sind da die Ideen nur so gesprudelt. Wir haben unglaublich viele Seiten geschrieben und da, weiß nicht, irgendwoher waren dann plötzlich diese Weinflaschen und wir haben nur wahnsinnig gefeiert, unglaublich getrunken. Hat sich da auch ein Paar gefunden, aber ich sage jetzt nicht, wer das war. Und wir waren ganz glücklich und wollten dann am nächsten Tag völlig verkatert dieses Zeug abgeben. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das leider doch nur Fake News waren. Also die Männer sind nach wie vor am Ruder. Und es wird Zeit, dass wir mal aufbrechen. Ne? Also eigentlich war die Konferenz dann sehr schnell vorbei. Es hat sich nämlich so die Stimmung im Publikum total geändert. Nämlich wir sind draufgekommen, dass ganz viele Männer in den vorderen Reihen sitzen und eigentlich den Damen von hinten die Sicht wegnehmen. Das war den Männern dann da vorne total unangenehm. Und sie haben den Damen dann einen Drink spendiert draußen bei sich, weil sie sind auch verlagert. Es gab dann noch einen performativen Akt von mir, also so eine Blitzgeburt. Da kann ich jetzt aber auch nicht sagen, also auch Metinopup, das fragen Sie jetzt voll viele, das kann ich aber nicht verraten, weil wir haben noch ein paar Aufführungen und dann wird das ja nochmal wiederholt. Also müssen wir öfter nochmal kommen, weil die Blitzgeburt gibt es ja dann öfter. Ja, das war irrsinnig schön. Also ich habe mir nach der Konferenz dann 10 Berggänse gekauft. Auf jeden Fall fand das Publikum nach der Konferenz unter den Sitzen einen Umschlag. Einen Umschlag, dessen Inhalt das Manifest der Frauen war. Das Publikum nahm diesen Umschlag, öffnete ihn, holte den Zettel, das Schriftstück heraus, las es aufmerksamst durch und begann justamente mit der Umsetzung. Thank you.
Thank you.